Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem wöchentlichen Reset. Und zwar ist es Woche 4, Saison der Plünderer. Wie man sieht, alle Hüter rennen los nach dem Hotfix 6.2.0.3 war das, glaube ich. Ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Guckt noch in die Videobeschreibung. Ja, der Patch war ungefähr, oder Hotfix war ungefähr 200 Megabyte groß. Und das, was am längsten dauert, ist ja das Kopieren, wissen wir ja alle. Aber jetzt der Patch durch, ich hoffe, es hat was gebracht und ja, legen wir gleich mal los. So, Lord Saladin ist wieder verschwunden, der ist wieder bei Keitel und Eisenbahner ist vorbei. Eisenbahner wird immer noch zweimal diese Season kommen, also einmal im Oktober und einmal im November. Also von daher, man kann da noch alles holen, was man holen möchte. Und ja, gehen wir erstmal zum Test, würde ich sagen, und schauen erstmal nach, was da Sache ist. Wir haben die ja schon, oder hat sie ja mal ein schönes Set-Teil oder so, mal abwarten. So, da haben wir hier einmal ein bitterer Beigeschmack, hier einmal Geste, hier einmal. Ja, kostet aber auch gleichzeitig 3250 Glanzstaub, viel zu teuer. Dann der Sargträgerschiff, hier für 2000 Glanzstaub. Geht eigentlich, habe ich mir auch mal gegönnt damals. Dann hier Kanonenfutter-Teleport-Effekt, 450 Glanzstaub. Geht so. Dann hier einmal Flüsterglanz-Shader für 300 Glanzstaub. So würde mein Charakter aussehen. Ja, wie gesagt, Shader kann man eigentlich immer mitnehmen, aufgrund halt, dass man da immer schön mit variieren kann und seine Sachen anmalen kann. Dann hier mal Klatsch und Tratsch Gieß für 3250 Glanzstaub. Naja, geht auch so. Dann Mitzählen Gieß für 700 Glanzstaub. Geht so, naja. Entfachter Wanderer Transportmittel für 2500 Glanzstaub. Der geht eigentlich klar, der sieht ganz cool aus. Passt zu meiner, zu meinem Set von der letzten Season. Das ist auf jeden Fall ein Sparrow, der von letzter Season auf jeden Fall da ist. Dann dramatischer Countdown hier einmal für 400 Glanzstaub, die Geste. Ach, die geht eigentlich. Die ist okay. Für 400 Glanzstaub ist die okay. Dann hier einmal ritterliche Schwarzpanzerhandschuhe. Hier einmal das erste Set hier einmal für 1200 Glanzstaub. Das werde ich mir auf jeden Fall gönnen, das ganze Set. Wie gesagt, beim Jäger, beim Warlock und beim Titan sehen die halt immer unterschiedlich aus. Jede Season gibt es ein ganzes Set. Kostet pro Charakter 6000 Glanzstaub. Das werde ich mir auch noch holen. Dann hier theoretische Wärmebindung. So, für Kaltherz hier Waffenarmament 1250 Glanzstaub hier einmal. Brauchst du etwas? Sieht auch ganz interessant aus irgendwie. Das passt schon. Dann Splitterprojektion, Geistprojektion hier für 1500 Glanzstaub. Dann hier unten die Teleporteffekte. Einmal Pyramidenauftritt, gab es letzte Woche auch schon, glaube ich, 450 Glanzstaub. Ist schon ganz okay. Dann hier einmal Minotaurus-Effekte, Teleporteffekt, 450 Glanzstaub. Dann hier einmal Dominus-Gaul-Effekte, Teleporteffekt ist auch ganz okay, ist auch 450 Glanzstaub. Dann die Shader. Abyssinier Gold hier, 300 Glanzstaub. Sieht mal so aus. Dann hier einmal geölte Gustzinn-Bronze. Irgendwie sieht das mal alles gleich aus für meinem Charakter. Royales Willkommen hier einmal. Irgendwie sieht das immer gleich aus. Blutiger Zahn nochmal. Ja, gut, dieser Shader kann man eigentlich immer mitnehmen. Und sonst, ja, guckt nach, was ihr noch braucht und wo ihr Bock drauf habt. Glanzstaub ist schwierig zu kriegen. Deswegen genau überlegen, was man macht. Wie gesagt, das Set hier, wie gesagt, das gibt es hier komplett dann einmal auch für Glanzstaub zu kaufen. Das Set, wenn ihr ein Set-Teil kauft, wird das hier übrigens in Silber günstiger, weil dann hier halt so ein Ding abgehakt ist. Das wäre dann das hier, dann wird es halt ein bisschen günstiger für Silber. Da sollte man überlegen, ob man das wirklich trotzdem für Silber kauft oder nicht, weil Silber ist halt echt Geld, ne? Da müsst ihr halt selber drauf achten. Aber wie gesagt, Glanzstaub ist halt leider schwer zu kriegen, wenn es keine Events sind, die gerade aktiv sind oder so. Das ist schon ein bisschen blöd. So, Banshee ist doch da, würde ich gerade sagen. Der hat folgende Sachen gerade aktiv hier. Mods immer kaufen, wenn ihr neu seid. Ne? Boss-Spezifikation hier einmal, Gegengewicht schafft, Backup-Magazin und hier mal Umzingel-Spezifikation. Also immer die ganzen Mods kaufen, definitiv nicht vergessen. Wichtig, kauft euch immer die Mods, nimmt auch vor allem immer die Beutezüge mit, ist es auch wichtig. Und bei Aderon nur das Gleiche. Jeden Tag um 19 Uhr, aktuell, ja, Ende des 1. Oktober ist ja wieder Zeitumstellung, aber jetzt aktuell 19 Uhr ist immer ja, Reset auch der einzelnen NPCs, auch deren Inventar wird immer resettet. Also immer wieder mal gucken, ob da nicht was Schönes bei ist, ne? Auch die Mods und so, vor allem, wie gesagt, wenn ihr neu dabei seid, ist es wichtig, dass ihr immer wieder mal schaut, weil diese Mods können euch den Arsch retten im PvE meistens. PvP natürlich auch, aber eher mehr PvE, würde ich sagen. Willkommen so, zurück. Da haben wir hier einmal die Rüstung komplett einmal mit Panzerhandschuh der Unnachgiebigen, das Set komplett hier einmal. Gesamtwert 54, 53, 57, 48, nicht so gut. Hier sind die Honorboy-Züge, die ihr mitnehmen könnt von Ada One. Hier haben wir Material. Maschinengewehrgeschick, hier einmal Spurgewehr zielen, dann Entzündung der Flamme und hier einmal noch Fokusangriff. Die sind auch noch da. So, dann ist ja Woche 4. Da gucken wir uns mal kurz die saisonalen Herausforderungen an diese Woche.
Was man da machen muss. Ja, die anderen Sachen könnt ihr alle noch nach und nach fertig machen. Ja, das manchmal ist sogar nicht so schlecht, dass man einige Wochen vielleicht überspringt und nicht komplett verfolgt, weil einige Sachen könnt ihr auch zusammenlegen. So viele So, Hüter. Antiquar 4 hier Das einmal, bringe überwältigt das vierte mich Relikt in manchmal die immer Helm, noch. besiege außerdem Vex, wenn du sie mit Nahkampffähigkeiten besiegst, erhältst du Bonusfortschritt. Ja, legt platzieren, dann die Vex besiegen natürlich hier einmal. Breitseite hier, schieße Catch Crash auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister ab, habe ich eigentlich schon gemacht, aber muss man nochmal irgendwie. Dann hier Mod-Sammler, saisonale Herausforderung, schalte Artefakt-Mods frei, habe ich schon gemacht, 12 von 12. Dann hochrangige Beute hier einmal, besiege mächtige Kämpfer im Gambit, verdiene Bonusfortschritt, indem du hochrangige Ziele besiegst. Dann dunkelste Dämmerung hier einmal, schieße einen beliebigen Dämmerungsstrike auf der Schwierigkeitsstufe Held oder höher ab. Dreimal müsst ihr das dann machen. Dann Freibeuter 1 hier, benutze Schatzkarten, um am Ende der Expedition zusätzliche Prämien zu erhalten. Wenn du erweiterte Schatzkarten verwendest, erhältst du Bonusfortschritt. Außerdem kannst du geplünderte Umbralengramme, Energie bei der Sternkarte ausgeben, um im Laufe der Season Engramme zu fokussieren. Dann haben wir kurzsichtig noch, besiege Ziele mit Schrotflinten und besiege geblendete Kämpfer. Wenn du Kämpfer in Expedition besiegst oder Hüter besiegst, erhältst du Bonusfortschritt. Dann Präzisionskalibrierung, kalibriere Meister, Ein Schützenwaffen, Scoutgewehr, triangulärer Schweiß Scharfschützengewehre oder verbessert die Note. Linearfusionsgewehre. Durch das Erzielen Verringert von jedoch die Präzisionstodesschüssen, es gibt Zugfestigkeit. Bonusfortschritt durch Interessant. das Besiegen von Hütern. Und zum Schluss hier Bremse ziehen, besiege Hüter mit Stasisschaden, erhalte Bonusfortschritt in das Besiegen. Für das Besiegen von verlangsamten oder eingefrorenen Gegnern. Ja, da hat man wieder was zu tun, definitiv. Also sollte man auch definitiv machen, weil sonst ja, verdient man halt EP. Weil da kann man auch Glanzstaub kriegen und EP ist wichtig, dass ihr das halt fertig macht und immer abgeben, wenn ihr mit dem Teammate unterwegs seid, wegen geteilter Weisheit. Genau, ist auch wichtig. Und zwar Titan. ist auch zudem noch wichtig, wenn ihr den Geist hier richtig konfiguriert habt, dass hier noch ein EP-Boost mit drin ist. Ne? Ist natürlich auch wichtig. So, jetzt gehen wir erstmal in die Übersicht. Natürlich hier auf dem Turm alle NPCs mit 8 Beutezügen bedienen. Nicht vergessen, Jeder wichtig, die drei Einsatz des NPCs Webers hier, bedeutet Vagabund, einen Lord weiteren Checks und Savala, Datensatz für geben mein 120 Fach. Glanzstaub, die auf Und jeden Fall davon immer brauche fertig ich machen. so Es ist viel wie einfach wichtig. möglich. Savage und Stromwelt haben wir natürlich auch wieder hier einige Sachen. Da haben wir natürlich einmal hier Erhaltung, die ihr laufen könnt, um Spitzenausrüstung zu farmen. Wie gesagt, ab 1570er Power Level braucht ihr nur Spitzenausrüstung erstmal. Dann macht ihr erstmal Spitzenausrüstung plus 2 fertig, dann Spitzenausrüstung plus 1 und dann die mächtige Ausrüstung danach. So läuft es nämlich immer ab. Dann Altar der Reflexion haben wir hier einmal. Dann Vox Obscura haben wir hier auch noch für Spitzenausrüstung. Hier einmal der Urquell Verteidigung. Ändert sich jeden Tag einmal zu Verteidigung und Angriff. Morgen 19 Zweier. Uhr ist Angriff. Wie Da gut natürlich auch kennst du noch probieren unseren zu laufen. gemeinsamen Freund? Einsatztrupp. Suche geht natürlich Nicht gut easy mit genug, hätte der ich. Destiny 2 App, sollte man auf jeden Fall machen. Wöchentliche Mission hier einmal, das Ritual einmal aktiv diese Woche. Dann kann man hier natürlich noch Finch leveln und sonst auch natürlich hier viele Sachen machen. Auf dem Mond gibt es natürlich auch noch die aktuellen Sachen, natürlich wieder Dualität, den Dungeon laufen mit Spitzenausrüstung. Sonst ist hier gerade nichts aktiv, auf Europa sonst auch nichts aktiv. Vergesst nicht, die verlorenen Sektoren mal abzuschecken. Wie gesagt, die verlorenen Sektoren wandern jeden Tag um 19 Uhr. Und wenn ihr die verlorenen Sektoren nicht Ich gelaufen bin immer seid, wieder ja, auf normal, seht ihr fasziniert, den verlorenen welche Sektor auch Formen nicht. ihr Also immer Mütter alle für euer Sektoren auf jedem Planeten Synthetikgewebe wählt. gelaufen haben, sonst sieht man So, den nicht als legendär. Ist auch grelle mal wichtig zu sagen. Ich weiß aber Variationen. gerade nicht, wo der verlorene Sektor gerade ist. Doch, hier ist er. Hier ist einmal Ausgrabungsstätte. Ist das 11? Ich glaube schon. Hier gibt es dann einmal aktuell exotischen Kopfschutz. Wie gesagt, jeden Tag um 19 ändert sich der Sektor, der wandert immer. Und hier gibt es dann auch random Drop nur exotischen Kopfschutz. Und ihr müsst da selber alleine reingehen und euch richtig drauf einstellen, damit ihr da nicht komplett untergeht. Wenn der Food hier Reisende kommt, einmal. Food verändert Strikes sich die müsst ihr mit dem Welt. Fokus Für manche zum aktuell Besseren, Solar für laufen andere oder zum jetzt gerade Schlechten. Stasisbrand. Ändert sich auch Was jeden Tag wird um ihre 19 Uhr. Erneuerung bringen? Die Modifikation ist gerade noch geerdet und doppelte Vorhut-Rangpunkte. Genau, das dürft ihr nicht vergessen. Wenn ihr hier jetzt spielt, die Vorhut, ne, dann spielt nur Vorhut und ganz viel, damit halt eure EP oder eure Punkte steigen, damit ihr halt eben dann sozusagen auch dann den Rang bei Lord Savala halt oder Savala halt fertig macht, damit ihr halt das Ornament kriegt und die Season-Waffe. Ihr müsst ja durchgehend Vorhut-Strike spielen, Dämmerung oder was ich was, alles, was mit Vorhut zu Dem tun hat, Reisenden alles habe durchgehend ich nie durchziehen, weil vertraut, sich fünf Stunden aber ich durchspielen oder so, dann fange seid ihr an, auch seinen fertig, weil Hüter das mein stapelt sich Vertrauen zu nachher. Umso schenken. mehr ihr spielt und dann keine andere Aktivität zwischendurch spielen, dann lohnt sich das mit den doppelten Rangpunkten auf jeden Fall, definitiv. Dämmerung diese Woche ist einmal in Ungnade gefallen. Welche Waffe der Drop, kann ich leider gerade nicht sagen. Das weiß ich gerade nicht. Da muss ich nochmal selber nachgucken. Müsste ich auch in die App schauen. Weiß ich gerade nicht. Dämmerung Spitzenreiter ist immer noch nicht aktiv. Natürlich nicht. Gambit natürlich auch noch laufen. Mit Beutezügen verbunden. Hier dreimal am besten Freelance. Schmelzige diese Woche einmal Konflikt aktiv. Überleben natürlich. Rumble, Eliminierung und Kontrolle natürlich. Dieser Eisenbahner ist ja Die durch das Adaptierung Thema. dieser neuen Dann haben wir hier Technologie einmal ist diese ein Woche im Rhythmus hier Gläser überwältigendes der Kammer, wo Erlebnis. Spitzenausrüstung Ich gibt. verstehe sie Dann kaum, natürlich auch immer aber die es fühlt Aktivitäten. sich Hier ist gut an, alles mich einer aktiv, wie man echten sieht. Hier alle Herausforderung zu Herausforderungen sind stellen. aktiv. Und
Ja, da kann man natürlich auch noch definitiv auch noch nicht nur den einen Raid spielen, sondern hier natürlich auch noch Königsfall spielen. Ja, da gibt es auch noch Spitzenausrüstung. Dann Ewigkeit natürlich nicht vergessen. Ja, da ist diese Woche auch der Dungeon Sog der Habsucht im Zirkus. Zirkus, ja, Zyklus drin. Ne? Mutproben der Ewigkeit hier einmal natürlich auch laufen für Spitzenausrüstung. Ist auch Spitzenausrüstung plus das 2. Nahen der Diese Woche einmal hier Schar gefallen und Valus Taug. Natürlich auch wieder Einsatztrupp suchen über die App. Nicht vergessen, auch wichtig. Träume der Stadt gibt es natürlich auch noch mit Assistentenherausforderungen etc. Ja, ich glaube, das wird es eigentlich gewesen sein. In der Helm natürlich nicht vergessen, ne? Dann hier wieder die wöchentliche Mission fortführen, nicht vergessen. Dann hier die Expeditionen spielen, nicht vergessen. Das gehört alles irgendwie zusammen. Und natürlich auch noch hier die Sternkarte nochmal leveln, etc. Da habt ihr auch noch genug zu tun, aber ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Noch nicht ganz, ich fange ganz so ein. Wenn ihr Arcus, Solar oder leere Fokus euch in Sachen fehlen, ne? Nicht vergessen. Immer zu Ikora Ray gehen, da könnt ihr für Glimmer euch die verschiedenen Mods kaufen und so für den Fokus, dass ihr das nicht vergesst. Da ist jetzt jede Woche was freigeschaltet worden. Da müsst ihr halt hier kaufen für Glimmer. Wenn euch Glimmer fehlt, könnt ihr auch beim Kultjärchen Glimmer kaufen. Auch kein Problem, Materialtausch geht da auch immer beim Brauchst du Kultjärchen. etwas? Aber sonst, wie gesagt, wenn euch hier was fehlt, hier einmal gibt es die einzelnen Fokussachen, die ihr mitnehmen könnt. Ich habe schon alles, wie gesagt, abgeholt, aber nicht vergessen, ne? Dann müsst ihr es hier kaufen. Bei jedem Charakter übrigens Auf separat deinen kaufen, nicht Schultern. vergessen. Ja, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zusehen. Nächsten Tag kommt noch ein bisschen mehr. Jetzt muss ich aber erstmal arbeiten, deswegen habe ich keine Zeit. Viel Spaß euch, guten Loot und nicht vergessen, Vodrang Booster ist erhöht und ist aktiv. Deswegen zieh das hart durch, aber spiel das durchgängig. Bis dann. Danke für den Support. Tschüss.